wolltest zu Alexa. Erzähl. Ich hab das nicht gewollt. Das ist einfach passiert. Ich hab gekündigt. Ich frag mich wirklich, wie du in Zukunft ruhig schlafen willst. Nee, danke. Ich wollte einfach bloß vor Alexa klarstellen, dass ich das mit mir nicht machen lasse. Dass ich das gleiche Recht haben will wie alle anderen. Meine Entwürfe unter meinem Namen zu veröffentlichen. Du hast für dein Recht gekämpft. Ja. Ja, aber sie hat mich einfach ausgelacht und mich stehen gelassen. Und dann habe ich gesagt, dann kündige ich eben. Das ist einfach so rausgerutscht. Richtig so. Das ist total bescheuert. Die hat mich doch mit Absicht provoziert. Und ich laufe volle Karacho einfach in ihre blöde Falle rein. Die hat mich auf den Kicker, seit dieser blöde Hut in dieser blöden Pelzkollektion aufgetaucht ist. Sagst du was dazu? Hey, ich habe gerade meinen Job verloren, ja, weil ich meinen vorlauten Schnabel nicht halten konnte. Weißt du, wie viele Jobs ich schon verloren habe, weil ich meine Meinung gesagt habe? Aber ich bin nicht du, ich bin ich. Und ich habe hart dafür gearbeitet, ja, dass ich aus der Provinz hier in diesen Weltklasse-Konzern gekommen bin. Ich habe mich von einer Näherin zu einer Accessoire-Designerin hochgearbeitet und innerhalb von 2 Sekunden mache ich mir alles kaputt. Du findest einen neuen Job. Ich will aber keinen neuen Job. Ich will genau den hier. Frau Berg, könnte ich Sie bitte eine Sekunde sprechen? Wie Sie sehen, bin ich beschäftigt. Das dauert auch wirklich nicht lange. Wenn es um Detailfragen zu Ihrer Kündigung geht, dann besprechen Sie das doch am besten mit der Personalabteilung. Am liebsten will ich das mit Ihnen besprechen. Es ist so, also was das Namensrecht angeht, ist natürlich ganz klar, alle meine Entwürfe gehören der Firma. Ja, sind wir uns ja einig. Ja, das Ding ist nur, das können Sie jetzt vielleicht nicht wissen, aber ich rede meistens schneller, als ich denken kann. Und deswegen platzen dann manchmal so Sachen raus. Sachen wie, ich kündige fristlos? Ja, zum Beispiel. Und deswegen könnten wir es vielleicht einfach vergessen? Vergessen? Meine fristlose Kündigung. Du, Martha, kein Problem. Ist schon vergessen. Wirklich? Oh Gott, da bin ich ja so froh. Ja, es ist nur, ich habe das jetzt schon an die Chefetage weitergegeben. Die Sache ist offiziell. Und schade. Ich kann jetzt leider auch nichts mehr machen. Hier bist du. Wir dachten alle, du wärst schon weg. Ja. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen und dann ist aber echt schade. Und ausgerechnet von der kleinen Berg lässt du dich feuern. Naja, also ich habe gekündigt. Echt? Ja. Cool. Das hat schon wieder was. Cool? Nee, ich hab mich da eher so reingeploppert. Dann kann man nichts mehr machen? Alex hat meine Kündigung gleich nach oben weitergegeben. So eine Bitch. Ja. Dabei wollte ich eigentlich nur das, was alle haben, nämlich meine Arbeit unter meinem Namen veröffentlichen. Tja, sind eben nicht alle gleich hier. Manche sind sowas von gleicher. Dieser Alexa. Entweder kuschst du bei ihr oder du fliegst. Was mit Juri? Was soll mit ihm sein? Hallo, du bist mit unserem Star-Designer zusammen. Wenn der was dagegen hat? Hat er aber nicht. Rebecca? Sie ist mit deiner Cousine liiert. Ich weiß, aber was soll ich denn da machen? Soll ich hingehen und sagen, hey, Rebecca, du, ich hab da gekündigt, wollte das aber eigentlich nicht und ach nee, das will ich alles nicht. Jetzt zier dich nicht so. Drüben kommt sie. Du kommst noch mal vorbei, bevor du abhaust, versprochen? Mach ich. Rebecca? Ich wollte dich was fragen, und zwar... Entschuldige mal.
Schon schade. Dabei wollte ich doch eigentlich gerade erst richtig loslegen. Mein Opa hat immer gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das ist bourgeois. Ich glaube eigentlich auch nicht dran, aber vielleicht wäre es besser, denn dann wäre ich jetzt nicht arbeitslos und pleite. Obwohl, aufs Arbeitsamt kann ich mich auch nicht verlassen. Ich habe selbst gekündigt, also bin ich für 3 Monate gesperrt. Dabei war mir das immer selber so wichtig, dass ich mein eigenes Geld habe. Ich will ja nicht auf der Tasche liegen, verstehst du? Ich werde das irgendwie hinkriegen, ich schaffe es. Jetzt mach dir mal keine Sorgen um Geld. Was wichtig ist, sind Ideen. Ich könnte zum Beispiel eine Bank ausrauben und Geiseln nehmen. Wer wird niedergeschlagen und steht immer wieder auf? Ich. Mach dich selbstständig. Das hatten wir schon mal. Mit meinen Strickaccessoires, die ich im Internet verkaufen wollte. Das waren vielleicht ein paar Tage. Ja, du hast mir diesen ominösen Großauftrag besorgt. Weil du selbst nicht daran geglaubt hast, dass ich es schaffen kann. Ich bin mehr so der Festanstellungsmensch. Ich brauche Sicherheit. Ich will Sicherheit. Ich brauche etwas, worauf ich mich verlassen kann, wenn alles den Bach runtergeht. Ich würde niemals Aktien kaufen, weil das Risiko ist mir viel zu groß. Ich bin mehr so der Sparbuchtyp. Verstehst du das? Nein. Du hättest es geschafft, alleine. Du bist der kreative Typ. Das ist schön, dass du das so siehst, aber ich bin nicht du. Ich will mich nicht selbstständig machen. Das bin nicht ich. Wer wird niedergeschlagen, steht immer wieder auf. Ich. Mach dich selbstständig. Du bist der kreative Typ. Sie haben die Rufnummer von Sebastian von Lahnstein gewählt. Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten nach dem Signalton. Juri Adam hier. Wir haben was zu besprechen. Rufen Sie mich zurück. Komm mal wieder vorbei, okay? Mach ich. Lass dich nicht hängen, du findest ganz schnell was Neues. Bestimmt. Na komm, nimm's. Ist besser als jede Zigarette. Ciao. So, dir sage ich nicht Tschüss, wir sehen uns heute Abend, ja? Warte mal. Juri, ich habe nachgedacht. Ich bin ruhig und leisure. Alles klappt. Du kannst doch nicht gehen. Doch, ich habe es kapiert, wirklich. Warte mal. Was ist denn? Ich habe dir ja vorhin nicht richtig zugehört. Okay. Ja, vielleicht bist du noch nicht reif für die Selbstständigkeit. Vielleicht willst du noch ein paar Jahre in der Firma bleiben. Ja, das kann man sich leider nicht aussuchen. Warte mal. Du hast ein Gespräch mit diesem Sebastian. Ich habe ihn angerufen. Vielleicht kannst du den Job behalten. Wow, du bist echt ein Glückspilz. Ja. Tut mir echt leid, dass ich vorhin keine Zeit hatte und jetzt musstest du auch so lange warten. Danke. Du, kein Ding. Ich habe ja eh keinen so richtigen Termin gehabt. Sag mal, stimmt es? Willst du wirklich hier aufhören? Nein. Also, das ist mir einfach nur so rausgerutscht, weißt du. Deswegen möchte ich auch gerne mit Sebastian reden. Man soll die Geschäftsführung denken, wenn ich einfach so hinwerfe. Das ist nicht meine Art. Obwohl, es ist schon komisch. Mich hat bisher noch keiner gefragt, warum. Aber dachte ich, dass sie das eigentlich ganz gut finden, was ich hier mache. Ich meine, vor ein paar Wochen, ja? Das waren alle total traurig, als ich gegangen bin. Juri musste mich eigentlich nicht zurück in die Firma quatschen, weißt du ja. Mit meinen Accessoires. Da habe ich nicht nur den Verkauf von Mosch angekurbelt. Ich habe sogar diese Pelze von der Berg richtig aufgepimpt. Die Russen haben sich auch nicht mehr eingekriegt. Ich bringe dieser Firma hier einen Arsch voll Geld. Und keiner bemüht sich immer runter, mich zu fragen, warum ich überhaupt kündigen will. Echt jetzt? Ja. Und guck dir doch mal an. Ich sitze hier wie so ein Huhn auf der Stange und die lassen mich warten. Nee.
Die schmecken mir. Was heißt das jetzt? Ich kündige. Und zwar jetzt richtig. Ich habe hier was mitgebracht. Hier. Als Dankeschön. Und? War einverstanden? Er war einverstanden. Oder auch nicht. Hab gar nicht mit ihm gequatscht. Das war deine einzige Chance. Mhm. Ich weiß. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich höre dir zu. Du hast recht gehabt. Vielleicht bin ich einfach noch nicht reif genug für die Selbstständigkeit. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe mich in den letzten Monaten so stark verändert. Ich habe mir Dinge zugetraut, die ich im Leben niemals gedacht hätte. Und deswegen habe ich gedacht, Schluss damit. Ich mache mich selbstständig, weil ich an mich glaube.